Hallo und herzlich willkommen zusammen zur ersten Spray-TV-Übertragung in der Oberliga Nord beim Spiel gegen die Füchse aus Duisburg. Und jetzt übergeben wir an die beiden Kommentatoren, die euch heute... Und lasst euch mal überraschen, das sind wahrscheinlich für den einen oder anderen doch ein wenig bekannte Stimmen. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen, sie dürfen sich jetzt gerne selber vorstellen. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Pietzko. Ich bin ein Spieler der Hammer Eisbären, heute leider nicht aktiv auf dem Eis dabei aufgrund muskulärer Probleme und des Alters. Und habe neben mir auf der Seite Jan Koch, unser GM, der GM der Hammer Eisbären. Hallo Jan. Ja, hallo Tim. Schön, freut mich, dass du die Zeit gefunden hast, uns dann hier trotzdem zu unterstützen und beim Livestream zu unterstützen. Geht das Tor durch, aber nicht gefährlich für Etienne. Oh, das könnte gefährlich werden. Und der rutscht durch. 2-1 für Duisburg. Ja. Und Tor. Tor für Duisburg. Das war das 0-1 aus Sicht der Hammer Eisbären. Rustolein war es, glaube ich. Henry Rustolein. Mhm. Baller zieht vors Tor. Oh, wird beim Schuss geblockt. Starkes Spiel. Da ist er drin. Erstes Tor für die Hammer Eisbären in der Saison 2021 durch Florian Kraus. Kraus war es, ja, genau. Baller trifft die Scheibe nicht richtig und dann läuft die Scheibe zu Kraus. Der bringt sie dann über die Linie. Ausgleich 1-1. Die Außenseite berührt. Kraus. Versucht es mit dem Pass in die Mitte. Neumann blockt ihn stark raus. Jetzt kommt der Konter. 2-1. Wenn Neumann mitläuft. Oh oh. Und 2-1 bzw. 1-2 für die Füchse Duisburg. Ich war ein bisschen überrascht gerade, habe gedacht, der könnte noch mal 2-3 Meter laufen, zum Tor war ganz frei. Schießt aber oben links im Winkel. Sehr platzierter Schuss. Ja, gut gemacht. Und wenn ich mich nicht irre. Spielen das hier ganz ordentlich. Oh! Oh. Ja. Ah. Das ist der Ausgleich, 2-2, Torschütze Kevin Tau. Ich weiß nicht, ob der Eddie da freie Sicht hatte, ob der Verteidiger davor noch war. Auf jeden Fall kam der Schlenzer so ein bisschen auf Stockhandhöhe beim Eddie. Ist irgendwie drüber gerutscht, wollte ihn glaube ich festhalten. Beruhigt das Ganze einmal und spielt einen langen Pass. Schön freigespielt, Igor Furda. Schlenzer. Und oh, Tor. Und das die Führung für die Hammer Eisbären. Der Opa. Doppelschlag. Igor Foda macht das 3-2. Schön freigespielt übrigens von Milan Zwarc. Ja, war riskant. Duisburg läuft 2-0 auf außen. Ja. Gut ausgespielt von Duisburg. 2-0-Situation. Ja, der muss drin sein. Machen sie auch rein. Starker Schnitzer an der eigenen gegnerischen blauen Linie. Oh, die letzten 2 Minuten laufen. Mal schauen. Oh. Kevin Zau alleine vom Tor. Zack. Ja, da war er wieder. Der Schlenzer. Da war der Schlenzer. Bon Schlonzo. Ja, den macht er ganz souverän. Also das ist ein Schuss, den hat er drauf. Wenn du ihn nachts um 3 Uhr wächst, von 10 macht er dir 9 da oben rein. Deswegen hoffe ich jetzt auch einfach mal, dass man vielleicht ans Face-Off einen Spieler geht, der vielleicht ein bisschen mehr Kraft hat, um einfach nur die Schläge rauszublocken. Wobei ich auch nicht weiß, der Duisburger Center wahrscheinlich auch viele andere Qualitäten. Ja. Und? Alles klar. Das war's. Schuss kommt nochmal durch, aber kein Tor erzielt. Die Hammer Eisbären gewinnen im ersten Vorbereitungsspiel der Saison 2021 vor heimischem Publikum mit einem 4-3-Sieg gegen die Füchse aus Duisburg.